Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine liebe, liebe, liebe YouTube-Community. Ich begrüße euch recht herzlich. Und zwar. Dam, 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 dam. Zur Map-Vorstellung. Ja, also, wir haben hier die Maxwell Manor Farm. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, weil es ist wirklich gehalten, ne? Also das Rote ist hier wirklich da, können wir arbeiten. Zu Beginn, wie ihr seht, haben wir Feld 18 und Feld 19 ist ein Grasfeld. Finde ich mal nicht schlecht. Also es sind kleine und große Felder vorrätig, wie man hier sieht. So 1, 18, 15 hört uns auch noch, sehe ich gerade. 11, 2, 3, 5, 7, 21, also die Felder sind schon mal Bombe. Ja, es ist eine kleine Map, würde ich mal sagen. Und wir switchen jetzt einfach mal zum Hof, damit ihr euch den Hof angucken könnt. Mal Licht an. Also hier haben wir eine Scheune. Sieht echt, okay, das und das, das habe ich schon selber gebaut. Wir haben hier eine große Halle. Da war jetzt die Sämaschine drin, mit der ihr mich gerade ja schon am Anfang gesehen habt. Hier haben wir noch eine Halle mit einem Gruber, mit einer Spritze. Ja. Den Fendt 6230R habt ihr ja auch, den Fendt sag ich schon, den John Deere habt ihr ja schon gesehen. Wie gesagt, hier haben wir ja gerade gestartet, ne? An der Kleinen. Hier hätten wir Wolle stehen. Hier haben wir ein Gewicht, ein Schneidwerk und einen Flug. Hier ist das Gewicht, da ist der Flug. Dubi 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 dubi. Eine Mähdrescher. Eine Akkuleiner-Anhänger, finde ich auch nicht schlecht. Jetzt kommt der Knaller. Hier haben wir noch ein Fan stehen. Raupenantrieb. Ja, also hier würde ich jetzt behaupten, haben wir die Kühe schon integriert. Finde ich gar nicht mal so schlecht, dass das wieder sozusagen ne, vorhanden ist. Hier würde ich sogar glatt darauf tippen, dass wir die Schweine hier drin haben. Ich prüfe das mal. Nein, Entschuldigung, die Schafe haben wir hier. Also Kühe und Schafe haben wir sozusagen auf dem Hof. Hier haben wir Silage, Häckselgut, ne? Wie ihr ja seht. Dubi dub. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ich gehe mal dann aus, dass hier dann von den Kühen der Dings reinkommt. Was haben wir denn hier? Open Door. Jawohl, eine Werkstatt. Eine Werkstatt. Ist das das Farmhaus? Oder ist das das Farmhaus? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es sieht ja eher aus wie. Ja, keine Ahnung. Ah, hier ist das Farmhaus. Kann man nicht betreten. Oh, jetzt bin ich auf den Blumenkohl gelatscht. Es sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Also mir gefällt es bis jetzt schon sehr gut. Ja. Kommen wir mal das jetzt mal anders. Diverses. Zack. Hier sind wir ja gestartet. Ne? Das hier richtig schön gemacht, eigentlich mit den Feldern auch. Okay, man sieht, man kann hier hin, aber vielleicht kommt das ja hier noch wirklich so mit dem Update mäßig. Wenn hier ein Update kommt, hier halten wir. Verkaufsstelle für Holz und Hackschnur.
finde ich echt schick gemacht. Das alles bis jetzt. Hier haben wir Forst auf jeden Fall. Das ist halt für Forst. Finde ich auch nicht schlecht, Alter. Hier könnte man definitiv was Geiles draus machen. Feld 7. Was ich euch ja schon gesagt habe. Nicht gerade kleine Felder hier, ne? Feld 6. Auch geil gemacht hier mit den Strommasten hier in der Mitte. Finde ich super geil. Es ist nicht gerade Felder, also viereckige Felder. Das ist das, was mir jetzt persönlich definitiv schon mal richtig geil gefällt. Ja, hier würde ich behaupten, haben wir die Schweine. Hier hätten wir ja auch, haben wir auch noch ein Silo für die Schweine. Auch top. Wenn dann natürlich dann auch noch die Feldfrüchte reingehen würden, wäre das supi. Müsste ich mir nicht überlegen, wo ich da jetzt was hinbaue. Hier hätten wir, was ist hier? Eine Verkaufsstelle. Auch nicht schlecht. Und das sind halt keine eckigen Felder. Es sind halt Felder, ne, wie sie wirklich vorkommen und nicht. Das sieht mir doch hier stark nach aus, dass wir hier die Pferde halten werden können. Hier ist das Gatter zum Rhein kommen, damit wir hier halt Gerst, Hafer und sonstiges und Wasser. Hier können wir schön reiten mit den Pferden. Finde ich auch schon mal richtig super. Hier, ne? Schöne Felder noch. Richtig, richtig nice gemacht auf jeden Fall. Alter Finne, ey, Feld 11 hat was. Muss ich sagen, hier ein schöner Bach noch, ne? Auch animiert. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob hier Fahrzeuge fahren oder nicht. Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Was ist denn das hier? Ah, es gibt Autos, Leute. Es gibt Autos. Nicht so wie die letzten zwei, drei Maps, die gestern rauskamen, wo du da gar nichts hattest. Hier hast du die BGA hat man hier. Zwei, ja, mittlere Silos würde ich sagen. Verkaufsstelle und hier auch noch eine Verkaufsstelle. Hier hat man eine Verkaufsstelle. Ich denke mal, hier ist die Wolle und hier ist Milchverkauf. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Ja, viel zu sagen gibt es ja auf dieser Map nicht. Aber mich würde interessieren. Hier genauso, ne, in dem Feld hier schön mit den Masten. Finde ich einfach nur nice. Das ist unsere Hauptfarm. Die ist. Ja, kann man eigentlich sagen, mittig gehalten. Und ja. Also, ich denke mal, ich werde da hier auf jeden Fall zocken. Ob ich es halt für Privatzockerei mache. Wenn ich mir das hier so angucke, ja, es gibt ja hier diese Möglichkeiten hier, ne? Sind ja schon mal da. Ich denke mal, dass, wenn hier ein Update kommt, dass das hier eine Erweiterung geben wird. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Und ja, also ich werde jetzt hier mein Feld weitermachen und werde in der Zeit halt auch dieses Video hochladen. Und mich würde dann halt mal interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr diese Map findet. Und ja, zuerst mal habe ich es euch jetzt erstmal vorgestellt. Also ich finde sie geil. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. 62:30 eher so. Entschuldigung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Zockerli.